Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play 4. Wir haben gerade einen Checkpoint erreicht und ich schaue. Shit, Shadow scheint hinter dieser Alice Wade hier zu sein, die Bishop erwähnt hat. Offenbar wieder zum Verwaltungsgebäude. Sie müssen sie vor ihm finden. Vielleicht kann sie uns sagen, worauf Fettler es abgesehen hat. Suchen Sie Alice Wade. Super! Ich habe ja sonst nichts zu tun. Geil. Mit Gegnern. Die mich gleich wieder sehen. Schön, dass die aber auch so schön fluchen. Scheiße. Das gibt mir irgendwie ein Gefühl von Überlegenheit, wenn der Gegner mich sieht und Scheiße sagt. Ich weiß auch nicht wieso. Der Einzige, der hier schießt, bist du. Komm mal klar, Junge. Ach, das ist diese verkackte Dingsbums, oder? Scheiße. Jetzt kann ich es sagen. So, mal schnell mit dem Penetrator nochmal nachgedrückt. Ja, das wird nicht bei einem bleiben. Ach, da bist du ja. Okay, den hat's auch erledigt. Aber es ist auf jeden Fall noch einer hier. What? Scheiße! Alter, Granaten los, ist klar. Alle Granaten sagen, hey! Wo zieh dich denn hin, Mensch? Kopf treffen, Kopf. Der ist tot. Ja, das glauben wir dir alle, dass du Verstärkung brauchst, aber es wird dir nichts nützen, denn die Verstärkung habe ich ja... Oh. Okay, weniger große Klappe, mehr treffen und schießen. Ist der da? Alter. Okay, okay. Der will einen Bitchfight, den kriegt er. Okay, das war's. Den hätten wir. Wenn kurze Ecken sind, gehe ich lieber auf die Shotgun. Den hier hat es aber auch ganz übel erwischt. Und gucke mal, wie er sich noch festhält am Stromkasten, mit dem die hier immer Probleme haben. Unglaublich. So, erstmal Anrufbeantworter abhören. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Oh. Oh. Okay, manche sind hier wohl wichtig. Versteckt er sich gerade? Und das war's. Ich sollte vielleicht jetzt doch noch die nehmen. Für die haben wir so viel Munition. Ach, wie eine prima Ballerina. Oh nein, 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 nein. Oh bitte nicht noch mehr von denen. Und du bist tot. Ha 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 ha. Ha. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Mann, verrecke! Boah, Gott sei Dank, ey. Oh. Oh. Okay, der ist auch tot. Los, wer will noch ein Stück von mir? Puh. Oh. Ist schon nicht schlecht. Also ich kann leider nicht so viel reden momentan. Ich muss mich echt konzentrieren. Das ist echt anstrengend. So. Aber das haben wir doch ganz sauber hingekriegt, oder? Wow, 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 wow. Okay. Hui. Ist ja gut. Ich dachte, wir entspannen uns jetzt nochmal ein bisschen.
Mist. Ich weiß, dass hier unten rechts auch einer ist. Den habe ich, glaube ich, gesehen im Seitenwinkel. Ist der tot? Nö, natürlich nicht. Jetzt ist er tot. Okay. Ich speichere ihn mal kurz ab. Ich muss immer so ein bisschen zwischenspeichern, sonst habe ich Angst. Wir müssen ja hier wahrscheinlich rüber. Alter. Oh, wie es den erwischt hat, ist auch fies. Ich vermute, hier kommt gleich wieder ein richtig fetter Brüller. Ich weiß nicht, irgendwie kann ich mir nicht helfen. Alter. Oh. Okay, den hat's umgeschmissen. Nein! Wieso sag ich sowas? Wieso sag ich sowas? Warum habe ich nicht einfach meine große Schnauze gehalten? Verdammte Scheiße, lass mich doch in Ruhe. Ich habe so Angst vor dir. Geh weg, geh weg. Nein, geh weg. Lass mich in Ruhe, bitte. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Worum ist denn bei dir eigentlich vorne? Ich sehe gar nicht durch. Schnell, schnell, schnell. Mann, explodiere, explodiere bitte, komm. Du bist doch schon voll durch. Du bist doch schon richtig durch, oder? Du bist richtig durch. Du kannst doch gar nicht mehr, Mensch. Du kannst doch... Jawoll! So, jetzt kein Risiko eingehen. Erstmal heilen. Okay, das war's. Puh. Boah! Was? Nein. Nein. Was war das gerade? War das etwa auch so einer? War das etwa auch so einer? Bitte nicht, was hatte der gerade für eine Waffe? Aber ohne Scheiß, was war das für eine Waffe? Ach, der hat diese komische Kanone. Okay. Der will Krieg. Der kann ihn haben. So. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Jawohl. Den haben wir auch fachgerecht genagelt. Puh. Oh Leute, das ist echt... Alter! Headshot! Partikelwaffe, wie viel hatten die noch? Weil die hier geht langsam echt zur Neige. 10, 10. Ich weiß nicht, ich mag irgendwie die Nagel, den Nagelwerfer, den mag ich irgendwie. Der erzielt so wunderschöne Erfolge für meine Zwecke. Hier gibt es nochmal Muni für die Partikelwaffe, okay. Ach, ich weiß nicht. Aber ich denke eher nein. Wir bleiben mal bei dem, was wir haben. Oder? Ach, ich weiß es nicht. Wollen wir bei dem bleiben? Eigentlich würde ich euch jetzt in den Kommentaren fragen, aber das geht momentan nicht. Wie viel Schuss hatten die dann, wenn ich die Muni da drüben einsammeln gehe? Alter, was hat die für eine Zielfunktion? Kann man die nicht hier an irgendeinen fetten Gegner leerballern? Hätte ich machen können jetzt, wa? Nee, ich hole mir meinen Nagelwerfer wieder. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, mit der hier läuft man so langsam.
Und nur meine Nagelwerfer ist so wunderschön an die frühen Morgen und wir können einatmen die frische Luft. Wenn ein Butzen den Gegner ihm ihren durchbohrt hat. Okay. Oho. Okay, die Lichter ausschießen finde ich schon mal ganz schön. Also ich mag ja auch Romantik, aber... Schmeiß doch endlich deine Knarre weg. Puh. Mann am Boden. Ja, ich würde mal eher sagen, Mann ist tot. Oh, ich verzieh voll. Ich verzieh voll. Das sehe ja sogar ich. Jetzt haben die Lichter ausgemacht und sagen, nö, wir haben Sichtkontakt verloren. Scheiße. Wow. Okay. Verrecke. Alter, verrecke. So, das haben wir, jetzt haben wir immer aber einen Volltreffer verpasst. Das müssten eigentlich umgeschmissen haben, oder? Aber man weiß ja nie, ob man wirklich zu den Leuten durchdringt. Wirklich sicher kann man sich nur sein, wenn man einen Penetrator in der Hand hält. Hahaha. Okay, aber anscheinend haben wir ihn. Och, guck mal, Zwillinge. Und die liegen in der... Also, ich habe noch nie so eine wunderschöne Haltung gesehen. Wunderschön. Wunderschön. So, Bildschirme sagen uns im Grunde nichts. Hier haben wir nochmal schön Rüstung auf 100 gelevelt. Supi. Und ich muss immer ein bisschen nach auf die Uhr gucken. Boah, ich dachte gerade, da wäre einer. Dim 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 dim. Alter, ist das fies. Ich kann es immer wieder sagen, mit der Shotgun, das ist echt fies. Das ist echt assi mit der Shotgun. So richtig fies ins Gesicht geschossen. Boah, ist die Action jetzt auch mal wieder gut oder müssen wir jetzt hier noch... noch mehr Abenteuer... Ja, ja, da bin ich ja froh. So, da unten ist unser Kampfplatz gewesen. Was ist jetzt hier der Sinn von diesem Raum, außer dass wir hier Waffen finden? Wo kann ich lang? Wo kann ich hin? Und vor allen Dingen, was ich mich so langsam frage, wollen unsere Arbeitgeber uns hier verarschen? Ach, muss ich durch die... Ach, ich muss hier raus. Ich dachte gerade, das wäre der Platz, bei dem wir vorhin gekämpft hatten. Ach, gucke mal. Intervall 7, Umleitung. Alice Wade. Situation. Paxton Vettel hat das Verwaltungsgebäude betreten. Seine wahrscheinlichsten Ziele sind Harlan Wade bzw. dessen Tochter Alice. Die Anlage wird vermutlich streng von Replikasoldaten gesichert. Der 4-Einsatzagent wird versuchen, Harlan und Alice Wade zu finden und zwecks Befragung zu evakuieren. Beim Betreten des Verwaltungsgebäudes wird äußerste Vorsicht empfohlen. Na, das kann ja lustig werden. Da haben wir mal wieder richtig Spaß zu erwarten. Ich speichere selber noch einmal, weil ich
dem Spiel manchmal nicht traue, wir wissen es ja. Beziehungsweise eigentlich wissen wir gar nichts. Haha, Intervall 07, Umleitung. Damit geht es dann im nächsten Part weiter. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.